Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pilates-Workout. Dieses Workout eignet sich super am Morgen vor deiner Arbeit. Wir kräftigen, mobilisieren, wir aktivieren das Fasziengewebe, fördern die Durchblutung, damit du voller Kraft und Energie in deinen Tag starten kannst. Denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein weiteres Workout mit mir verpassen möchtet und mir auf meinem Instagram-Account folgt, da freue ich mich natürlich sehr darüber. Aber jetzt kommt runter auf die Matte und positioniert euch im Sitz. Komm in eine für dich entspannte Sitzposition. Wir starten mit dem Fokus auf deine Atmung. Lege dazu deine Hände auf deine Rippenbögen und starte mit deiner Pilates-Atmung. Indem du in deine Rippenbögen, in deine Flanken hineinatmest, deine Rippen somit weitest, durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund atmest du aus. Spüre die Bewegung deiner Rippen nach. Einatmend weiten sich die Rippen. Ausatmen, gleiten die Rippen wieder ganz sanft zueinander. Aktiviere jetzt mal noch mehr deinen Zwerchfellmuskel, indem du tiefer einatmest. Und auch mal länger ausatmest. Noch einmal tiefes Einatmen. Durch deine Nase. Ausatmen, länger ausatmen. Einmal die Aktivierung deines Zwerchfells. Wenn du einatmest, aktivierst du das Zwerchfell, weil es anspannt. Und wenn du lange ausatmest, geht es auch in eine sanfte Dehnung rein. Aktiviere mir nun mit deiner nächsten Ausatmung deine Körpermitte, indem du mit der Ausatmung den Beckenboden aktivierst, deine Bauchdecke sanft zu dir ranziehst und dir die Corsage, deine Taille schmaler schnürst, aber nur ganz sanft. Atme ein, lasse wieder locker. Atme aus, aktiviere die Körpermitte, Beckenboden, Bauchdecke, Rippen schieben zusammen. Löse nun deine Arme rechts und links und komme ausatmend in die Floating Arms auf Schulterhöhe. Atme ein, lass deine Arme ganz locker sinken. Ausatmen, Floating Arms, Schulterhöhe. Einatmen, senke sie ab. Bleibe ausatmend jetzt oben. Atme ein, zieh mal alle fünf Fingerspitzen zu dir heran, rechts, links. Atme aus, mache eine Faust und ziehe die Hände zu dir heran, zu deinem Körper. Einatmen, ranziehen. Ausatmen, Faust, Handgelenke klappen ein, Beugung. Stelle dir mal vor, du verlängerst nochmal deine Arme zu deinen Seitenwänden, rechts und links. Ein letztes Mal noch, ziehe sie in die eine Richtung. Und auch nochmal maximal in die andere Richtung. Und dann atme aus, zieh die Arme jetzt ganz lang nach oben. Flexe jetzt die Handgelenke, atme ein und zieh dich lang auseinander. Atme aus, Floating Arms, ganz entspannt nach oben. Handgelenke flexen, ein bisschen mal über die Schulterstreckung, zieh dich auseinander. Aktiviere deine Faszien, die durch die Nacht nicht mehr ganz so gut mit Flüssigkeit versorgt sind. Und sobald du sie jetzt lang ziehst, aktivierst du auch das. Ein letztes Mal noch aus. Einatmen, senke die Arme ab. Nehme nun deinen rechten Arm, atme aus und neige dich zur Seite. Atme ein, komme in deine Mitte. Wechseln, ausatmen, neige dich zur anderen Seite. Einatmen in die Mitte. Noch einmal. Ausatmen, Seitneigung. Dein Becken bleibt dabei ganz ruhig verwurzelt auf deiner Matte. Zur anderen Seite. Hebe mir jetzt beide Arme nach oben an. Atme aus, neige dich zur Seite. Atme ein, tauche einmal mit dem rechten Arm durch deinen stützenden Arm hindurch. Atme aus, öffne dich wieder. Und atme ein, komm in deine Mitte, verlängere deine Arme. Ausatmen, Seitneigung. Einatmen, jetzt taucht dein linker Arm durch den rechten hindurch. Ausatmen, Seite. Einatmen, Mitte. Wiederhole noch ein letztes Mal. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen, öffnen. In die Mitte zurückkommen. Ein letztes Mal noch. Eintauchen. Ausatmen, öffnen, einatmen, komme in die Mitte, bleibe hier. Jetzt aktiviere deine Körpermitte, atme aus, kippe das Becken, mache dich rund. Atme ein, öffne dich, Handflächen zur Decke öffnen, Brustbein hebt an. Ausatmen, kippen, mache dich rund. Einatmen, Becken aufrichten. Schiebe auch dein Brustbein zwischen deine Schulterblätter nach hinten und genieße einmal das Runden und das Öffnen. Ausatmen,
Einatmen, bleiben, ausatmen, Schultern tief ziehen und atme ein, rotiere mit langer Wirbelsäule nach rechts. Atme aus, komm in deine Mitte. Atme ein, rotiere zur anderen Seite. Ausatmen, Muskelkorsett aktivieren, Mitte. Wie ein Schraubstock drehst du deine Wirbelsäule von rechts nach links. Schiebst dich vielleicht noch mal ein bisschen mehr von deinen Sitzbeinknochen Richtung Decke nach oben. Rotation. Mal reinspüren, wie weit kannst du rotieren? Vielleicht jetzt ein kleines bisschen mehr, wo dein Körper jetzt schon ein bisschen warm geworden ist. Die letzten. Und noch einmal nach links. Und dann löst du mir deine Arme ganz locker, lässt deine Schultern ein paar Mal kreisen. Während sie kreisen, hole beide Beine, sodass sie zur linken Seite zeigen in einen Z-Sitz oder auch Mermaid Position genannt. Jetzt setze mir deine rechte Hand versetzt auf. Du kommst mal mit der Einatmung, ziehst dich lang nach oben, dein Becken löst. Mit der Ausatmung drehe dich einmal in die Rotation. Mit der Einatmung setze die Hand wieder auf, schiebe dein Becken hoch, den Arm Richtung Decke. Mit der Ausatmung drehe dich weit, so wie es für dich angenehm ist. Einatmen, öffnen. Ausatmen, rotieren. Einatmen, schiebe dich weit Richtung Decke hoch. Ausatmen, drehen. Bleibe jetzt mit deiner nächsten Einatmung einmal oben. Für einen kurzen Moment halte das und ziehe dein gesamtes Fasziensystem auseinander. Stelle dir vor, dein Arm möchte die Decke über dir berühren. Dein Becken schiebt mehr und mehr zu mir nach vorne und löse das Ganze einmal auf und komme auf die andere Seite. Du startest mit der Hand erst einmal leicht nach hinten abgesetzt. Einatmen, schiebe dein Becken nach oben. Ausatmen, drehe dich jetzt über deine rechte Seite. Einatmen, ziehe dich lang. Absetzen, ausatmen. Einatmen, hoch. Und drehen. Wunderbar. Noch zweimal mehr. Und beim nächsten Mal bleibe und halte mir. Halte mir die Länge, ziehe dich auseinander. Ziehe nochmal beide Schultern tief nach unten und löse das Ganze jetzt hier auf. Hol die Beine noch einmal zur anderen Seite. Wir werden jetzt aktiver, dass wir in den Seitstütz kommen. Dazu setzt du deinen Unterarm auf der Matte auf, der Ellenbogen ist unter der Schulter. Beide Beine sind gebeugt. Du kommst mit der Ausatmung in den Stütz nach oben. Du atmest ein, du senkst dein Becken wieder ab. Atme aus, aktiviere die Körpermitte, schiebe dich nach oben. Atme ein, setze wieder ab. Ausatmen, Länge nach oben. Einatmen, absetzen. Noch einmal mehr. Ausatmen und öffne jetzt auch dein oberes Hüftgelenk in die Außenrotation. Atme aus, öffnen. Atme ein, senke ab. Ausatmen, öffnen. Außenrotation in deinem Hüftgelenk. Schau mal, wie weit kannst du auch jetzt hier dich öffnen. Noch einmal. Spanne die Körpermitte an, atme aus. Kontrolliere nochmal dein Schulteralignment, senkrechte Linie. Bleibe jetzt mit der nächsten Ausatmung oben. Lasse deine Atmung fließen und bewege mal nur ganz locker dein oberes Bein in die Auswärtsdrehung und hol es wieder zurück. Atmung fließen lassen, ruhig und gleichmäßig. Es sind noch zwei. Und ein letztes Mal noch. Und dann löst du das Ganze auf. Du lässt dich runtersinken auf die Seite. Und drehst dich von hier aus auf deinen Rücken. In der Rückenlage setze deine Sprunggelenke unter deine Kniegelenke, hole deine Arme rechts und links neben deinen Körper. Starte aus der neutralen Beckenposition ein kleines Hohlkreuz mit dem Bridging, ausatmen nach oben aufzurollen und zeitgleich die Arme an der Decke entlang zu holen, in ein V abzulegen. Und mit der Einatmung hole die Arme über die Seiten wieder ran.
Ausatmen, kippe dein Beckenrolle einen Wirbel nach dem anderen nach oben auf. Einatme mit tiefen Schultern, hol die Arme über die Seiten. Schau mal, wie weit kannst du deine Schulter in die Öffnung bewegen. Einatmen, abrollen. Ein Wirbel nach dem anderen verlässt die Matte. Mit eurer nächsten Ausatmung bleibst du oben. Du atmest vorbereitend ein. Mit deiner nächsten Ausatmung hole das rechte Bein in den Tisch. Atme ein, setze es ab. Atme aus, hole das linke Bein in den Tisch. Atme ein, auch hier wieder absetzen. Dabei bleibt dein Becken die ganze Zeit oben. Ausatmen, heben. Einatmend absetzen. Hole jetzt mal das Bein komplett in die Streckung. Setze es ab, ganz bewusst und kontrolliert. Ausatmen, die andere Seite. Absetzen, einatmen. Stärkung deiner Rückenmuskulatur, Beinrückseiten und Gesäßmuskulatur. Die letzten 4 Wiederholungen. Rechtes Bein und den linken Arm jetzt mal senkrecht zur Decke. Atme ein, setze ab. Atme aus, linkes Bein, rechten Arm senkrecht zur Decke. Absetzen. Wiederhole noch einmal beide Seiten. Und eine allerletzte Wiederholung. Atme aus. Atme ein, setze ab und rolle mit deiner Ausatmung jetzt nach unten ab. Und hole dir beide Beine ins Päckchen rein, von oben die Hände auf deine Knie und ganz locker deine Hüften mobilisieren. Deine Atmung fließen lassen, soweit es geht öffnen, schließen und auch ganz nah zu dir heranziehen. Noch eine letzte Mobilisation, dann stoppen beide Beine in der Tabletop-Position nach oben. Jetzt hole dir aber das Becken in die gekippte Position, dass der untere Rücken Kontakt zur Matte hat, die Beine ruhig ein kleines bisschen näher zu dir rangezogen. Deine Hände kommen jetzt an den Hinterkopf und du beginnst unabhängig vom Atemrhythmus mit kleinen Bicycle-Bewegungen in der Luft. Du machst die Kreisbewegung so groß, wie du spürst, dass dein unterer Rücken Kontakt zur Matte beibehalten kann. Werde auch gerne ein kleines bisschen schneller, um auch deine Durchblutung in deinen Beinen zu fördern. Sehr schön. Unterer Rücken bleibt ganz stabil. Ziehe mir deine Bauchdecke zur Wirbelsäule ran. Wir wechseln jetzt gleich die Kreisrichtung. 4, 3, 2, dann stoppe jetzt langsam und das Ganze rückwärts. Fange erst einmal an mit dem Fokus, wie weit kannst du die Körpermitte aktiviert halten, ohne dass dein unterer Rücken sich von der Matte löst. Und wenn das gut gehen sollte, werde auch ein kleines bisschen schneller. Es sind nur noch 4, 3, 2, 1 und dann stoppe das Ganze jetzt. Hole die Beine in die Tabletop-Position, atme aus, mache dich ganz rund und rolle einen Assisted Roll-Up rund nach oben auf. Setze jetzt deine Beine auf und komme in den Seitstütz auf deine andere Seite. Ellenbogen unter der Schulter. Ausatmen, hebe mir jetzt das Becken an. Wir starten. Einatmen, senke das Becken ab. Ausatmen, komme nach oben. Einatmen, tief. Ausatmen, Länge. Denke nochmal an dein Fasziengewebe, an deine Bindegewebsstrukturen, die du so durch Länge noch mehr ins Training reinholst. Jetzt öffnet dein oberes Bein. Außenrotation Hüfte. Atme aus. Atme ein, wieder senken. Ausatmen, Länge nach oben. Schulteralignment kontrollieren, sehr wichtig beim Stützen. Sobald du sehr viel Spannung im Schulternackenbereich merkst, ist das immer noch mal ein ganz guter Tipp, da zu kontrollieren. Ausatmen, heben. Jetzt bleibe mit deiner nächsten Ausatmung oben. Lasse deine Atmung fließen. Unabhängig von deiner Atmung öffnest du und schließt dein Bein. Ziehst dich, während das Bein bewegt, länger Richtung Decke. Sehr gut.
Es sind noch 4, 3, 2, 1 und lösen, absinken, komm runter und gib zum kleinen Impuls, komme jetzt in einen Vierfüßlerstand hinein. Setze hier erstmal deine Hände unter deine Schultern, deine Knie unter deine Hüften. Schultern vorbereiten, tief ziehen, Körpermitte aktivieren. Jetzt atmest du aus, du löst mir rechten Arm, linkes Bein, du hebst an. Du atmest ein, du setzt ab. Ausatmen, wechsel die andere Diagonale. Betone jetzt bei der Übung, die nennt sich Stretching Dog, die Länge, das Rausziehen, den Arm aus deiner Schulter, das Bein aus deiner Hüfte. Ausatmen, heben. Einatmen, absetzen. Ausatmen. Und ein, absetzen. Noch einmal aus. Und jetzt die Variation. Du kommst mit der Ausatmung ins Heben rein. Führst Ellenbogen, Knie zusammen. Atmest ein, machst dich ganz rund. Atmest aus, aktivierst die Körpermitte, hebst wieder an. Atmest ein, setzt ab. Ausatmen, andere Diagonale. Ellenbogen, Knie zusammenführen, runde deine Wirbelsäule. Atme aus, zieh dich wieder lang. Atme ein, setze ab. Ausatmen, heben, Länge. Runden, einatmen. Ausatmen, zieh dich erneut nochmal lang raus, bevor du einatmend absetzt. Aus, die andere Seite. Runden, einatmen. Ausatmen, Länge. Und löse mir jetzt mit deiner nächsten Ausatmung deine Diagonale. Nur für deine Alignment zum Halten ziehe deine obere Schulter tief. Schaue, dass der stützende Arm immer so eine kleine Beugung im Ellenbogengelenk behält. Dass du nicht über die überstreckten Gelenke arbeitest. Sehr, sehr wichtig. Und setze jetzt ab. Atme aus, geh in die andere Diagonale und halt auch hier. Schultern tief ziehen, Körpermitte aktivieren. Sehr schöne Arbeit für deine Körpermitte jetzt, das Gleichgewicht, das Alignment zu halten, sind viele Muskeln aktiv. Und jetzt löse das Ganze einmal auf, komme in deine Child Position zurück, dabei strecke dich lang nach vorne und komme in die Mad Cat hinein, atme aus, runde dich nach vorne. Atme ein, zieh dich lang zurück, ausatmen, runden, einatmen, schiebe dich zurück. Bleibe jetzt einmal hier kurz vorne, setze jetzt die rechte über die linke Hand und schiebe dich einatmend so zurück. Ausatmen, runde dich nach vorne, Hände wechseln, schiebe dich zurück. Noch einmal beide Seiten. Und ein allerletztes Mal. Dann kommst du einmal bewusst nach vorne. Schiebst dich in deine Child Position zurück, holst deine Hände übereinander, legst deine Stirn ab, entspannst deine Schultern, lenkst den Fokus jetzt mal auf ein tiefes Einatmen auf deinen unteren Rücken, da wo ich jetzt mit meinen Händen das zeige, da atmest du bewusst mal 4-mal noch tief ein und aus. Einatmen, Nase. Ausatmen, Schultern tief sinken lassen. Die letzten Atemzug noch. Und dann rollst du mir Wirbel für Wirbel deine Wirbelsäule auf. Ziehst deine Schultern nochmal tief nach unten, lässt sie ein paar Mal kreisen. Und damit danke ich mich bei euch fürs Mitmachen. Startet gut in den Tag, kommt gut durch und bis zum nächsten Mal, eure